Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Ich habe mir jetzt Zeit genommen und gemacht mein selbstgemachte Zitronat und Orangenat. Jetzt kommt die Weihnachten, es wird viel gebacken. Besonders mag ich das im Stollen. Und jetzt habe ich gedacht, werde ich auch dafür ein Video machen. Vielleicht einer oder die andere macht das noch nicht und wird vielleicht angesteckt mit meinem Video und wird auch mal selber machen. Das sind die Orangenschale. Einmal habe ich die in Streifen gelassen, weil wenn ich brauche, kann ich immer noch die klein schneiden. Und eine Dose habe ich jetzt komplett schon klein gemacht, dass ich gleich nur rausnehmen kann und gleich verwende. Aber aus Orangen lecker auch sowas zu machen, so eine kleine Schokostäbchen zum Naschen. Und die sind so lecker. Und mit Schokolade besonders, diese leckere Orangengeschmack und Zartbitterschokolade, genau meins. Da kann man schön zum Beispiel beim Fernsehen gucken abends sowas zu naschen. Selbstgemachte. Und dann auch Zitronat. Zitronat habe ich gleich klein geschnitten und kann ihn gleich verwenden für mein Stollen oder Früchtebrot oder wo es man mal braucht. Und wenn ihr Interesse habt, wie wird das gemacht? Absolut nicht kompliziert. Einfach. Und diese Menge, was jetzt seht ihr auf dem Tisch, habe ich eine Schale von 3 Bio-Zitronen genommen und ich glaube Schale von 4 oder 5 Orangen genommen. Wie hätte ich das einfach in Müll schmeißen können? Aber wir haben Müll reduziert und haben wir uns auch was Leckeres selbstgemachte gemacht, weil das, was man kauft, wisst ihr selber, nicht jeder mag das. Und außerdem, wir haben nur unsere Zeit verwendet und ganz bisschen Strom beim Kochen. Trocken habe ich es gemacht, einfach auf dem Heizung. Es passt doch. Es ist jetzt schon Herbst, Winter, dann kann man sowas machen und auch dazu Strom sparen. Und wenn ihr Interesse jetzt habt, wie habe ich das alles gemacht, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch jetzt zeigen, Schritt für Schritt, wie immer. Viel Spaß! Bevor wir anfangen, unser Zitronat und Orangenat zu kochen, zu vorbereiten, müssen wir erstmal ein bisschen Vorarbeit machen. Es muss man nicht gleich auf einmal so viele Orangen oder Zitronen schälen, wenn ihr die gerade nicht braucht. Wie zum Beispiel jeden Abend, ich und mein Mann essen wir eine Orange. Und dann die Schale mache ich in den Gefrierbeutel und lege den in den Kühlschrank, in die Gemüsefach. Und jetzt habe ich 4 schon Schalen von den 4 Orangen. Und so könnt ihr euch ein bisschen vorbereiten, bevor ihr anfängt zum Zitronat oder Orangenat zu bereiten. Die Zitrone werde ich jetzt so ganz bearbeiten, weil danach möchte ich gerne Saft ausdrucken und den in Eiswürfel einfrieren. Es ist auch sehr bequem, wenn man danach braucht, mal 1-2 Esslöffel Zitronensaft, habt ihr ihn frisch angefroren. Dann habe ich noch einen kleinen Tipp, zum Beispiel für die Mandarinen. Mandarinen kenne ich noch von meine Heimat, damals in Kasachstan, gab es die nicht oft und dann wurde alles verwertet, weil es war wirklich alles so kostbar. Und von Mandarinen, dieses aromatische Geruch und Geschmack von der Schale, haben wir immer das getrocknet und danach haben wir stückchenweise in den Tee gemacht oder wurde pulverisiert und dann natürlich zu dem Gebäck zugefügt. Und das könnt ihr auch machen, besonders von Mandarinen. Das ist so aromatisch. Die sind etwa so weich und wenn man die dann so schält, hat die sehr, sehr dünne Haut, kaum diese weiße Schicht, deswegen ist die auch nicht so bitter. So, das ist ein kleiner Tipp. Wenn ihr das wollt machen, könnt ihr auch ins Wasser anlegen, erstmal so ganz bearbeiten und dann schälen. Sonst, wenn ihr das geschält habt und danach ins Wasser gelegt. Hier gibt es nicht so viel weißes Haut. Naja, ich weiß nicht, ob das danach wird. Es wirklich sehr gut zum Trocknen. Es wird bestimmt sehr stark mit Wasser eingesaugen und so weiter. Sonst erstmal bearbeiten die alle Früchte. Das werde ich euch zeigen mit Natron. Abtrocknen und dann einfach schälen und
zum Trocknen. Und jetzt im Winter ist doch einfach frei, einfach auf den Heizung legen. Es geht dann so schnell, wenn es getrocknet ist, oder bricht ihr auf die kleinen Stückchen oder gleich schneidet ihr auf kleine Stücke. Oder zu eurer Mixtee, das habe ich auch. Ich habe so eine Dose, wo ich mache mir ein Mixtee von unterschiedlichen Kräuter, Blumen, alles Mögliche. Hier und Brennnessel bei mir hier ist, Tagetes und Goldrute, seht ihr es oben. Und da kann ich auch ein bisschen mehr jetzt für Winter, auch winterliche Richtung machen und ein paar getrocknete Schale auch dazu geben. Habe ich hier auch getrocknete Schale von den Äpfeln, auch klein geschnitten und getrocknet und die Tee gemacht. Das ist wunderbar, so ein Mixgeschmack, wenn ihr nicht unbedingt nur eine Richtung von den Tee wollt. Nur kleine Tipp nebenbei. So, die Zitrone geben wir gleich ganz in den Schale. Und Rest von meiner Orangenschale gebe ich auch dazu. Da sind die vier Orangen und ich schäle noch eine. Das geht wunderbar mit so einem Messer von Tupperware. Ich habe ihn von Anfang an, wo ich zu Tupper gegangen, als Geschenk bekommen. Er hat schon wirklich unendliche Menge von den Orangen oder Zitronen geschält. So, erstmal halber und dann mache ich auf sechs so eine Teile. Das ist besser dann zu schälen. Dann drunter. Es ist aber, liebe Freunde, keine Werbung. Ich habe keine Kooperation mit den Tupperware, aber vielleicht, wenn ihr das seht, dann fragt ihr immer, woher hast du das? Das ist wirklich schon bestimmt über 20 Jahre. Ich glaube, 99 war das, wo ich das bekommen habe. Und dass dieses weiße, bittere, was gibt, nicht so bitter ist, werden wir unsere die Schale und Frucht einfach bearbeiten, dass die ganze Dreck und was da alles noch ist. Wie sagt man, Bio ist Bio, aber ich manchmal glaube nicht, dass es da 100% ist Bio. Und besser das einfach bearbeiten mit Natronwasser. Dann gebe ich einfach so 2 Teelöffel, das reicht für diese Mähne, Wasser dazu, dass die im Wasser stehen. Und so ungefähr für 1 Liter Wasser muss schon 1 Teelöffel Natron sein. Und übergießen einfach mit dem so ein lauwarmes Wasser, nicht heiß. So ein bisschen rühren, so, dass das ganze Haut so steht im Wasser. Kann man sogar einen Teller drauf machen, dass die nach oben nicht schwimmen. Und wenn ätherische Öle habt für Obst und Gemüse zu waschen, wirklich super auch Zitrusöle. In meinem Fall jetzt habe ich Lemonöl und da gebe ich ein paar Tropfen dazu. Der Lemon holt die ganze Dreck aus der Schale raus. Es wird richtig dann sauber. Teller drauf, das alles steht im Wasser. Und lassen wir ungefähr so eine halbe Stunde mindestens ziehen. So, nach 30, 40 Minuten können wir alles abwaschen, Wasser absieben und weitermachen. Nochmal ein bisschen scheuern. Und am besten immer Bioqualität Obst oder Gemüse nehmen. Und jetzt können wir gleich schon anfangen zu schneiden. Nehme ich gleich ein Töpfchen und werde gleich da reingeben. Schneiden könnt ihr wirklich auf eure Art und Weise. Oder ihr macht die gleich Würfelchen, habt ihr dann eure Orangenat fertig. Oder schneidet ihr in Streifen. Und danach, wenn es fertig ist, könnt ihr auch so eine Mähne für euch klein schneiden, wie ihr braucht. Das ist wirklich jedem selber überlassen. Was ist gut, ist natürlich von den Streifchen ist, das kann man die dann zum Beispiel, wenn die schon fertig sind, mit dem Zucker gekocht und etwas getrocknet sind, kann man die auch noch etwas in Schokolade tauchen und dann nehmen es oder so zum Naschen, schmeckt auch sehr gut. Oder zum Beispiel zum Dekorieren von der Torte, jetzt zum Weihnachten oder im Herbst, das ist auch perfekte Deko. Erstmal schneiden wir, so wie ihr es möchtet, in Streifen oder in Würfel und geben wir in ein Töpfchen. So, mit Orangen bin ich fertig. Die können wir jetzt schon stellen zum Kochen. Wir müssen jetzt ungefähr so zweimal
aufkochen, ungefähr nur 5 Minuten und Wasser absieben und dann zweite Mal auch wieder frisches Wasser nehmen und 5 Minuten aufkochen und absieben. Und nur dann kochen wir mit dem Zucker, dass diese Bitterstoffe mal rauskommen. Geben wir Wasser, so viel, das steht auch alles im Wasser. Es kann man auch ein bisschen Salz dazu geben, nicht viel. Und lassen wir das aufkochen. 5 Minuten wegschütteln, frisches Wasser, 5 Minuten wegschütteln und abtropfen lassen. Und wir machen dann weiter mit unserer Zitronen. Zitronen werden wir auch jetzt schälen. Mache genau so mit meinem Messer. Letzte Zeit habe ich irgendwie mit Bio-Zitronen, wirklich muss ich ehrlich sagen, Pech. Hatte schon mal gehabt, dass ich aufgeschnitten habe und in die Mitte war richtige Schimmel. Obwohl stand Bio-Zitrone und die sind auch nicht billig. Passiert wahrscheinlich. Genauso schälen wir und schneiden wir in die Streifen. Die Zitrone schneide ich aber gleich in kleine Würfelchen, weil ich die verwende nur für meinen Stollen oder Stollenkonfett. Abgeschält und von der Zitrone werde ich dann noch Saft aus. Und so genau wie bei Orangen schneiden wir erstmal in Streifen und dann schneide ich auch gleich in die Würfel. Eventuell kann man die auch gleich in Honig anlegen und ziehen lassen. Das habe ich noch nicht probiert, aber vielleicht, wenn einer von euch das probiert, könnt ihr uns in Kommentaren schreiben, wie ist das, wenn nur mit dem Honig wird übergießen, ohne kochen. Wie schmeckt denn da? Würde mich sehr interessieren und freuen, wenn einer oder die andere einen Kommentar dafür abgibt. Klein geschnittene werden wir gleich im Töpfchen geben und auch werden wir das aufkochen. So, mache ich erstmal fertig. So, Zitrone habe ich auch schon in Würfelchen geschnitten. Geben wir auch Wasser dazu, sodass es bedeckt ist und auch ganz bisschen Salz. Und stellen wir das auch kochen, so 2-3 Minuten. Wasser absieben, neu reinmachen und noch so. Bei den Zitronen, die weiße Schicht ist ziemlich dünn, deswegen muss man nicht unbedingt 5 Minuten köcheln, sondern reicht auch so 2-3 Minuten. So, und Orangenschalen jetzt schon 5 Minuten köcheln. Jetzt siebe ich es ab und mache neues Wasser wieder rein. So, und restliche Zitrone verarbeiten wir jetzt auf die Eiswürfel. Theoretisch kann man noch ein Glas Wasser reinmachen und eine Zitronenwasser hinterher noch trinken. So, und wenn ich voll habe, dann stelle ich es zum Anfrieren. Als nächstes werden wir jetzt unsere gut abgetropfte Schalen wiegen, weil es muss Zucker 1:1 sein. Es ist hier alles schön trocken, kann ich dann anmachen, meine Waage und wiegen, wie viel habe ich jetzt Zitronenwürfel. Habe ich 87 Gramm, das heißt, das muss ich auch 87 Gramm Zucker geben. Ich werde hier meine Reste alle verwerten und hoffe, dass es diese Bio-Rohzucker reicht mit. Wenn nicht, kann ich dann von Xylit dazu geben. Das Kochen kann man mit Rohzucker oder mit Xylit oder mit ganz normalem Haushaltszucker. Na, das ist doch perfekt. Okay, diese kleine Krümel geht auch mit. So, 6 Gramm habe ich mehr als soll es sein. Und genau so viel jetzt geben wir auch Wasser. Das heißt 87 Gramm. Mache ich auf 0. Brauchen wir jetzt noch umrühren und stellen wir es zum Kochen. Beim Kochen kann man auch zwei Varianten nehmen. Wenn ihr wollt, heute ist es alles fertig machen, dann müssen wir so lange kochen, aber passt ja auf, dass ihr keine Karamell bekommt, sondern es soll etwas noch flüssiger sein, nicht ziehender. Und kocht ihr so lange, bis das sozusagen die Feuchtigkeit wird ausgekocht, wird es reduziert und die Stückchen von den Orangenschale oder Zitrone werden so etwas gläserig. Und bei jedem kann es unterschiedlich sein. Es kommt natürlich von dem Produkt auch an, von dem Feuchtigkeitsgehalt auch an. Es kann sein 30 Minuten, kann sein auch eine Stunde. Schön auf langsamer Stufe köcheln.
So, ich stelle erstmal meine Zitronen zum Kochen und mache genau das gleiche jetzt mit den Orangenschalen. Erstmal auf 0 stellen und dann gebe ich die Schale rein. Und von den Schalen habe ich 346 Gramm. Das heißt, dass ich die Zucker muss ich auch 346 Gramm nehmen. In meinem Fall nehme ich diese Birkenzucker Xylit. Hier ist auch noch vielleicht ein Esslöffel noch übrig geblieben, gebe ich einfach dazu, weil dann weiß man nicht, was man mit einem Esslöffel kann man anfangen. Und genau so viel auch jetzt Wasser. Wieder auf 0, 344 haben wir. Genauso rühren wir es und stellen wir es zum Kochen. Und wird es sehen, wie lange braucht ihr. Auf jeden Fall. Die Schalen müssen richtig schön gläserig sein und das Zucker muss in dir richtig schön aufsaugen. Und deswegen ist das auch wichtig, diese Vorkochen mit dem ganz normalen Wasser, welche wir werden absieben. Es ist auch gegen Bitterkeit, aber die Schale werden dann etwas weicher und jetzt werden die besser in sich Zucker reinziehen. So, gehen wir ans Herd und kochen wir. Ich werde dann euch Bescheid sagen, wie lange es bei mir gedauert. So, ein kleiner Zwischenstand. Jetzt Zitrone köcheln bei mir ungefähr so 25 Minuten. Schaut, es ist schon kaum Flüssigkeit vorhanden und fängt schon so, wie sagt man, so dickflüssig zu sein. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass es zu Karamell nicht wird. Wenn die Flüssigkeit fängt schon so ziehend runter, Tropfen, es geht noch, es tropft noch schnell. Wenn es wird so ziehen, tropfen, dann muss ich schon die Würfelchen rausnehmen und auf dem Blech verteilen zum Trocknen. In Gegenheit von Orangenschalen, da muss ich noch lange kochen. Da sieht man noch, wie flüssig es ist. Es muss es wirklich die Flüssigkeit richtig stark reduzieren, dass wir so ein Sirup haben, welcher kann in die unsere Schale richtig reinkommen. Vielleicht hätte ich hier etwas weniger Wasser dazu gegeben, aber es ist auch wichtig, dass unsere Frucht auch im Sirup steht. Zu wenig darf man auch nicht reinmachen. So, Zitrone geht jetzt raus und die Orangenschale kochen es noch weiter. So, Zitronen kann ich schon verteilen auf den Blech. Wenn es bei euch etwas mehr Sirup geworden, könnt ihr ihn auch abtropfen lassen und in ein kleines Gläschen abfüllen. Ich mache jetzt so, dass ich so rausnehmen kann, die Würfelchen. Und das bisschen Sirup, was ich hier habe, kann man heute schon ins Wasser geben. Oder hebt man auf, wenn gerade backen möchtet, für den Tortenboden zu bestreichen. Bei den Orangen wird es etwas mehr, dann Sirup kann man auch zusammenmischen. Trocknen kann man im Backofen oder im Dörrgerät oder macht man einfach auf den Küchenschrank oben drauf. Es wird auch in ein paar Tage getrocknet. Wenn eure Heizung ist schon an, dann könnt ihr auf die Heizung legen. Es wird auch trocknet, dann spart man ein bisschen auch Strom. So, ungefähr nach 40, 45 Minuten sieht es so aus. Wir haben ganz wenig auch wieder Sirup, aber ich möchte gerne auch ein bisschen Sirup behalten. Deswegen machen wir nicht komplett, dass schon fast trocken ist. Und holen wir jetzt unsere Streifchen hier auf den Papier. Oder ich habe jetzt Silikon so in der Unterlage genommen und werde auf denen trocknen lassen. Und genauso wie mit den Zitronen, genauso mit den Orangen. Wenn ihr macht in dem Backofen, dann nicht höher als 70 Grad nehmt ihr bitte. Und nicht so knochenhart trocken. Die Streifchen müssen sie sich noch beweglich sein. So, fertig. Habe ich so jetzt zwei diese Unterlage voll gemacht. Und jetzt stelle ich es auf den Heizung. Wir haben in unserer Wohnung eine richtige breitere Heizung, wo kann ich alles trocknen. Meine Früchte trockne ich da gerne und das wird auch getrocknet. Und dann, wenn es fertig ist, zeige ich euch es weiter, wie wird es aufbewahrt. So, und ein bisschen Sirup, freue ich mich, dass ich auch das noch habe, wird bei dem nächsten Kuchen probiert.
Wenn wir zum Beispiel so einen Kuchen backen, wo wir oben nur Teig haben, mit keinem Belag, mit keinem Streusel und so weiter, mit diesem Sirup bestreichen, dann glänzt er so toll und hat natürlich auch Geschmack. Perfekt dafür geeignet. So, liebe Freunde, wir sehen uns nach ein paar Tagen wieder. So, meine Lieben, es sind schon 2 Nächte vergangen. Bei den Orangen habe ich 2 Tage gebraucht, bei den Zitronen habe ich nur 1 Tag gebraucht. Nach 1 Tag habe ich dann von dem Backpapier das runtergenommen, in die Gläschen gefüllt, habe ich dann ein Teelöffelchen Zucker genommen, dieser Rohzucker, und einfach so geschüttelt, dass die schön auseinander sind. Die klappern so hart, hört ihr? Nicht übertrocknen lassen. Aber wenn die mal so nimmt, das Stückchen, und drauf beißt oder drückt, die sind richtig schön weich innen drin. Seht ihr? Könnte ich auseinander machen, ohne diese knackige harte. Nur drumherum sozusagen, Hülle ist knackig, aber innen drin sind die richtig schön weich. Und wenn ihr dann bei dem Backen in den Teig das macht, dann wird das auch noch weicher und werden aufgehen. Schaut, von den 3 Zitronen habe ich mir Saft angefroren und sogar noch so viel Zitronat zubereitet. So, und jetzt machen wir weiter mit Orangenschale. Für Orangenschale habe ich jetzt hier schon angefangen, die mit Schokolade zu machen. Habe einfach Töpfchen genommen, ein Töpfchen, so ein kleines Gläschen, weil ich nicht viel es mache. Einfach die Schokolade schmelzen lassen, Zartbitterschokolade. Dann nehmt mal ein Stückchen und dann einfach mit den Löffelchen so. Und dann lasse ich die einfach abkühlen, und wenn die dann richtig hart werden, kann ich einfach in so ein Gläschen auch reinmachen, und die schmecken wirklich sehr lecker zum Naschen. Von den Orangenschalen möchte ich gerne auch noch ein paar so ganze reinmachen in eine Döschen, und ein Teil werde ich gleich jetzt klein schneiden und in den anderen Glas reinmachen, dass ich dann schon fertige habe. Aber wenn ich zum Beispiel noch möchte, nochmal mit Schokolade haben, dann kann ich aus dem Glas rausnehmen, in Schokolade tauchen und dann frisch die zubereiten. Und so viel, wie ich brauche, vielleicht zum Dekorieren, dann nehme ich mir die beste Wein, was mir so besser gefallen, und den Rest werde ich einfach verschnippeln. Und schaut, die sind richtig schön trocken, vielleicht sogar manche so glänzen, aber es klebt absolut nicht. Es bleibt nichts an den Fingern, aber die sind noch richtig schön weich. Eventuell könnte man auch schon die in Zucker wälzen, wenn ihr möchtet. Und dann reinmachen. Aber ich möchte gerne die benutzen für Schokolade und möchte nicht, dass diese Krümelchen von Zucker werden dann in Schokoladen sein. Aber wenn ihr wollt, keine Schokolade drauf machen, kann man eventuell einfach so in die Zucker wälzen und in die Döschen reinmachen. Kann man danach die auch naschen. Die schmecken wirklich sehr lecker. So, für eine Variante reicht das. So sieht das aus. Und die restliche werde ich einfach klein schneiden. Die auch. Und in so Würfelchen, wie es für euch besser passt. Und die kann man dann in den Zucker wälzen und in Glas geben. Oder ihr macht so, wie ich bei den Zitronen gemacht, einfach in Glas. Und dann ein bisschen Zucker rein und schütteln. Ist auch schnell fertig. So, jetzt schnippele ich erstmal die alle fertig. So, liebe Freunde, sind wir wieder mal fertig. Schaut, was für so etwas Tolles haben wir gemacht. Das habe ich schon gleich geschnitten in die Würfelchen und mit ein bisschen auch Zucker so geschüttelt, so gewälzt, dass die nicht miteinander festkleben. Da sind die Streifchen, wenn ich möchte gerne mal was anderes machen, oder ich kann mir die auch sehr schnell dann schnibbeln. Und da sind die Zitronat, unsere Zitrone, auch wunderbar, und auch
Leckerei mit Schokolade. Und die so zum Naschen schmecken, die so lecker, liebe Freunde. Einfach abends vor dem Fernsehen schauen, sowas Leckeres, besser als Süßigkeiten oder Chips. So, liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Und ich hoffe, dass einer oder die andere schreibt mir einen Kommentar, wie macht ihr das? Ob ihr genauso macht oder für euch ist es vielleicht Neues und ihr wollt es mal probieren. Und wenn ihr das probiert habt, würde ich euch gerne eure Meinung hören. Ich wünsche euch, liebe Freunde, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!